Einen wunderschönen guten Tag und hallo. Ich begrüße euch alle herzlich wieder zur nächsten Folge von Strategy Command Europe in War. Ach, verdammt, War in Europe. Ich hab's, krieg's nicht hin. Ich habe langsam jetzt mal über ein, zwei Sachen nachgedacht. Der hat mir jetzt gerade auch schon eine kleine Sache gesteckt, dass der in Amsterdam das befreit hat. Die niederländische Hauptstadt. Wir müssen jetzt langsam. Das Problem ist, dass meine Taktik zum Thema Irak nicht aufgegangen ist. Das ist ein massives Problem. Ach, lustig. Ist er da runtergesprungen? Ah, gut. Das ist absolut unwichtig. Okay. Wieso kann der in dem Hafen? Okay, ich wollte gerade sagen. Dieses U-Boot müssen wir mal gucken, was wir jetzt damit machen. Aber gut, das mit Amsterdam, das war nett. Aber dafür halt das so zu opfern, ich weiß nicht. Also, der spielt auf jeden Fall ein krass gefährliches Spiel, der Herzog, weil der nimmt fürs Midgame gerade den Briten raus. Ob das jetzt clever oder nicht clever ist, weiß ich jetzt nicht. Der hat sich sogar hier auf breiter Front zurückgezogen. Okay. Ihr seid mir eigentlich gerade sowas von scheißegal hier, ne? Okay, hier bin ich schon auf der anderen Seite. Also muss ich mit ihm. Die Armee ist nicht verschanzt. Ich muss hier eine Armee hinbringen. Wobei, mach mal den hier. Der sollte dafür reichen. Das wird eiskalt ignoriert. So, dann werden wir erstmal ihn weiter klatschen. Hier eine. Ich will die Zone of Control eigentlich weg haben vorher. Aber hier können wir durchstoßen. Aber da haben wir die Zone of Control von den zwei. Okay. Sechs. Alter, ist doch nicht dein Ernst, oder? Also. Okay. Den müssen wir gleich ein Stück zurückziehen und den auch. Das geht aber. 3, 4, 2. Ich könnte aber hier reinfahren, dann stehen wir hier. Dann ignoriere ich diesen Batzen, ne? Ja. Nein! Ich will die.
Okay. Also, du kannst schon mal hier hin. Du kannst schon mal hier hin. Dahin. So. So. Das ist mir da egal. Die Stadt wäre noch wichtig, die eigentlich hier weniger. Die Truppe. Das wäre natürlich wegklatschen kann man, ja. Ja, ist aber recht uninteressant. Also da ist eher noch sie gerade viel wichtiger. Also gehen wir mal mit dem mittleren Bomber da drüber. Jetzt habe ich auch nicht richtig aufgepasst. Okay. Du kannst dich eh nicht bewegen. Jetzt machst du mal diesen Angriff. Dann ist der um eins weg. Zwei. Eins. Eins. Gib ihm erstmal. Gib ihm nochmal. Will ich hier unten rein? Das ist jetzt die Frage. So. Also der kann hier schon mal Nancy besetzen und du gehst nach da. Metz ist eine wunderbare Verteidigungsposition. Du müsstest dich eigentlich mal upgraden. Und jetzt könnte ich mir die hier rausnehmen. Eigentlich will ich aber näher. Aber nach Chonlo macht es Sinn, durchaus von zwei Seiten anzugreifen. Und das kann ich hiermit unterstützen. Also muss ich den hier wegklatschen. Der ist um null verschanzt. So. Die stelle ich frei. Moment. Null verschanzt. Jagdflugzeug, Jagdflugzeug. Taktischer Bomber. Sehr gut. Taktischer Bomber. Den muss auf jeden Fall den da oben schwächen. Ich hätte die zwei Plätze tauschen müssen. Der wird den eh gleich einschiffen. Haben wir noch einen taktischen Bomber. Der gibt sechs. Ja, aber der muss erstmal Lebenspunkte bekommen, bevor der weiter kämpfen kann. So, also gehen wir ihm da. Gehen wir ihm nochmal. Du rückst da rein, du rückst dann hier rein. Jetzt haben wir das hier umzingelt. Der ist um 1 eingegraben. Er muss auf jeden Fall auch mal aufgewertet werden. Weil das wird jetzt hier kein Sprint werden. Das sehe ich jetzt schon. Das wird ein schöner Marathon werden. Im Prinzip könnten wir hier auch umschlingen, was dazu führen würde. Er kann hier nicht durch. Oder was hat er für Upgrades gegeben? Mobilität 1. Selbst wenn er da durchgeht, kommt er nicht weiter. Okay. So. Wir müssen ein bisschen schneller werden. Okay, so, dann. Gucken wir mal hier rein.
Nope. So. Geh nach vorne. Das passt mir so. Ihr müsst einfach nicht vorrücken. Das ist eigentlich schon so in Ordnung. Mal gucken, ob wir da was erreichen können. Theoretisch. Aber das ist eine Einheit, ne? Der hat die Versorgungslinie hier weggenommen. Also, das ist okay. Dann schicken wir den hier auf Schleichfahrt hier hin, dass der gleich hier hinten raiden geht. Du bist auf Versorgung 4, okay. Mach mal Jagd an. Er kann auch nicht mal mehr kreuzen, ja, verstehe. Ich muss jetzt hoffen, da kein zu begegnen passt. Fahr einfach so straight nach oben. Jagd. Welche Linie ist denn das? USA. Machen wir die mal weg. Jetzt fahre ich da genau rein. So, ihr geht jetzt auf jeden Fall alle auf Schleichfahrt. Du bist auf dich. Du gehst jetzt einmal nur ganz kurz auffrischen. Wirklich einfach nur mal reinschnuppern, aber das machst du jetzt einfach so, zack. Ach nee. Ach nee. Du machst den hier. Schieß drauf und fahr weg. So, was wir noch machen werden, weil es gibt diese Operation Nahweg. Wir geben denen auf jeden Fall alle mal eine bessere Waffe, weil sonst habe ich Angst, dass da gleich was durchkommt. So, dich kann ich nicht angreifen. Weiß ich gerade nicht, wie die funktioniert. Gibt die ihm Hilfe? Das war mein Ziel. Ich habe auch nur diese zwei Flieger. Okay. Weiß ich nur nicht, wer mehr Schaden davon getragen hat. Ja, Luftwaffe gibt. Okay. Dann weiß ich da auch schon mal Bescheid. Perfekt. Jetzt haben wir noch einen mittleren Bomber. Den habe ich vergessen. Da kann ich drauf gehen. Da kann ich drauf gehen. Der will das hier zumachen. Wir müssen aber die. Jetzt ist die Frage, was müssen wir freimachen? Entweder diese Stadt. Das könnten wir nächste Runde auch hinbekommen. Oh, das kriege ich hier auch noch hin. Oh, okay. Ich kann hier mit dem noch angreifen. Okay. Das habe ich nicht so ganz mit gerechnet. Okay. Ja, das hilft mir jetzt halt nicht. Also, das hier. Da kriege ich einen Schaden. Obwohl ich kann zwei Angriffe durchführen. Okay, dann. Glück gehabt.
Reim. Du kannst aber da nicht weg. Okay, wir brauchen Truppen. Also ein Chor wäre vielleicht nicht verkehrt erstmal. Ich hätte gerne andere, obwohl Spezialeinheit. Moment, jetzt mal kurz nachdenken. Kein Raketenbomben, Kavalleriedivision, Artillerie, Marinebomber. Also die Spezialeinheit, die hätte ich jetzt gerne. So, das ist die erste Einheit, die ich mir hole, weil die können Landungen durchführen. Das ist, beziehungsweise, die können auf zwei verschiedenen Arten Landungen durchführen. Ich müsste das mal dann scouten später hier. Der hat das hier nämlich gerade erobert. Dann könnte ich von hier aus eine Landung durchführen und falls diese Landung nicht funktioniert, Spezialeinheiten funktionieren so, die können auch ohne einen Hafen, können die wieder einschiffen, was dazu führt, dass man die einfach wieder zurückziehen kann. So, jetzt würde ich aber eigentlich gerne hier mich hinbewegen, aber ich will Reims nicht freigeben, dafür müsste ich die einsetzen oder die. Aber diese Stellung habe ich ja gerade erst erobert. Anderer Salz, der läuft dann wieder da rein, was ich einfach plätten kann, ne? Aber der kesselt die hier ein bisschen. Ich will trotzdem noch da. Machen wir so. So, passt. Ich gehe nach Calais. Du gehst einen Schritt nach hinten. Du gehst einen. Du bist ein taktischer Bomber. Du musst aufgewertet. Ja, ich kann nächste Runde jetzt mal gerade vielleicht keine Anf. Das war so knapp. Das war so knapp. Okay. Ja, ich habe die Truppen halt noch, ne? Egal. Ich könnte jetzt hier diese Upgrades durchführen. Theoretisch. Wenn er da rausgeht, ist er am Arsch. Okay. Hat aber Glück gehabt, dass er die jetzt nur eben besetzt hat. Ich überlege gerade, die doch hochzubringen. Aber Rom ist halt ist richtig, richtig viel wert. Ja, muss man drüber nachdenken. Müssen wir drüber nachdenken. Wie ich das jetzt hier weiter agiere. Der hat auch mittlerweile 3, 3, 2. Okay, der hat ein paar Mal jetzt wieder verloren, da ein paar Punkte verloren, weil wir ein paar Verluste eingesteckt haben. Hier, glaube ich, in der Luftwaffe. Das war nicht gut. Jetzt ist die Frage, wollen wir die Forschung jetzt die Marinewaffen? Ach, wir machen die Marinewaffen. Nein, die schwere Bomber Marinewaffen. Weil die müssen da ein bisschen kämpfen können. So, und der Rest, da können wir nicht kämpfen. Wir könnten theoretisch mal versuchen. Andippen. Funktioniert aber nicht. Schade. Schade. Die habe ich bewegt. Die können nichts machen. Hier kann ich auch nichts tun. Ich könnte ihn zwar versenken, aber dann werde ich selber sterben. Habe ich keinen Bock drauf. Der hat den Angriff durchgeführt. Der muss den Angriff noch durchführen, aber ich kann hier auch keinen Heal mehr durchführen.
Der Schlachtkreuzer könnte den schweren Kreuzer bekämpfen, aber das ist so sinnlos, weil ich dafür Punkte verschwinde, die später eh verschwinden. Wir müssen durch Paris. Gut, wir stehen zwei Felder von Paris entfernt im Prinzip hier, ne? Den müssen wir. Also nächste Runde Amiens oder Châlons müssen wir wegklatschen. Wenn es nur die französischen Truppen wären, hätten wir die schon längst besiegt. Das ist eigentlich das Lustige daran hier. Aber das ist leider ein Ticken mehr. Okay, du gehst doch wieder nach da, damit ich dich nach da ziehen kann. Und du bleibst frei. Weil du kriegst nicht durch genug Damage durch den. Wegen der Mangelversorgung. Und hier kann er auch nicht vernünftig hin nach Calais. Andererseits könnte er mir doch Damage geben. Dann ja, hätten wir ein bisschen mehr auf Anfang auf Einheiten gesetzt, wäre das vielleicht doch besser gewesen. 50%. Ah, andererseits 50%. Vielleicht kommt er nach hier oder nach da. Ich muss mal gucken. Alles klar. Die ODS ist eher besetzt in Rumänien. Naja, Bessarabien. Mach doch mal. Okay. Ja. Ja. Hat man nicht eben gesagt, dass das durch Schweden führen soll, die Vorräte? Oder habe ich mich da jetzt verklickt? Und es ist schon wieder nicht der Irak gedroppt. Ich raste aus. Na gut. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr freut euch auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao.